Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout. Wieder da. Ja. Endlich. Nick, Valentine und wir suchen immer noch nach dem Entführer. Und Bob. Also wir und Bob. Wir und Bob. Ja, und Julia und ich. Genau, auch. Und überhaupt. Ja. Genau, hier liegt noch Munition, das nehmen wir noch mit. Und wir folgen immer noch der Spur, die der Entführer netterweise aus seiner Lieblingszigarrenmarke gelegt hat. Extra für uns. Ja, finde ich auch ganz nett. Bob, was hast du gefunden? Was ist denn, Boy? Na, hast du verloren? Ist natürlich jetzt schlecht. Bob. Aber was ist, lässt du mich da durch? You had one job. Achso, guck mal hier. Bob. Hier ist Bandagen. Blutige Bandagen. Kann er bestimmt. Blutige Bandage. Und das Thema hatten wir vorhin auch gerade, ne? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob der Entführer jetzt menstruiert hat. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Guck mal, der hat irgendwie ein Bein verloren, der gute Mann. Ach, da liegt es ja noch. Weichei. In Teilen. Jo, der Bein liegt direkt neben dir. Alter, geht's wirklich. Dir an, geh weiter, Mann. Sitzt der wohl selber nochmal. Nein, ich will die Gelegenheit nutzen, um euch erstmal noch ein frohes neues Jahr zu wünschen. Das wir ist haben richtig, uns da noch nicht gehört. Wir haben letztes Jahr das letzte Mal aufgenommen. Denn ja, das ist ewig her. Lange her, ey, krass. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das hier alles geht. Nee. Was machen wir hier eigentlich denn? Wir suchen immer noch Sean, unseren entführten Sohn. Wer ist Sean? Wer zur Hölle ist Sean? Ich habe neulich ein lustiges Bild gesehen, irgendwie, weiß ich auch nicht mehr, bei Tumblr oder 9gag oder so. Das sind nur böse Hunde. Ja. Die erschieße ich mal eben. Die haben uns schon ein paar Mal umgebracht, deswegen Rache an den Hunden. Ein lustiges Bild gesehen, auch sozusagen Fallout-Meme von dem neuen Spiel. Da hat einer in eine Babywiege in dieser Anfangsstadt, wo wir angefangen haben, hat er die Babywiege von unserem Kind einen Stein reingelegt und so. Fakt ist, fuck Sean, this is now my new baby oder irgendwie sowas. Pet Rock. So, dann hat man es natürlich einfach hinter sich. Ja? Ja. Ist leichter. Muss man nicht hier 10 Stunden der Story folgen oder so. Ja, scheiß Story. Ja, wirklich. Ich schon Spiele mit einer Story. Ich bin aber immer noch sehr gespannt. Ich habe ja auch in meinem Privatspiel. Oh Scheiße! Gott. Das ist ein verdammter Bär! Bär? Das sah aus wie ein Nashorn. Ich glaube, das ist irgendeine Kreuzung. Nashornbär? Ah, es ist riesengroß und es will mich töten. Und es nimmt fast überhaupt keinen Schaden. Nee. Aber Gott sei Dank kann es nicht so gut mit Bäumen. Puh. Das ist nicht klug. Meine einzige Chance ist, dass Bob ihn aufhält und... ich muss weg. Töte ihn. Oh Gott. Auf einmal taucht ein Bär auf. Ein Nacktbär. Das ist was wie ein Nacktmull. Ah, jetzt werde ich auch noch beschossen. Supermutant. Oh Gott! Das ist doch alles nicht wahr! Das eskaliert ja schon nach einer Minute hier. Ich muss weg. Wie war das im Wasser? Es geht uns gut. Ah, da ist auch noch eine fleischfressende Libelle. Ich gehe ins Wasser. Oh. Gut. Guck mal, ist gar nicht mehr so schlimm mit der Verstrahlung im Wasser. Nee, wir haben ja diese Skill. Den Fähigkeit irgendwie haben wir uns. So, ich warte jetzt hier. Ja, ja, kommt ihr mir mal her. Schieß die Libelle ab, Dennis. Ich versuch's. Oh, der Supermutant ist auch schon halb tot, weil er sich mit dem Bär angelegt hat. Sein Fehler. Warte mal, nehme ich jetzt erstmal die Libelle hier. Okay, ja. Schnell sie ab, Jules. War ganz okay. Es klingt immer so, als würdest du mit dir selbst reden. Da ich leider keine Schusswaffe dabei habe. Hättest du gerne. Manchmal, ja. Manchmal. Ich halte mich für einen sehr pazifistischen Menschen. Aber nur bis zu einem gewissen aber Punkt. Aber manchmal. Es gibt Grenzen selbst es dafür. Es gibt eher. So, jetzt gucke ich mal da oben, ob es da schon wieder sicherer ist als hier unten, weil jetzt sind mir hier zu viele von diesen Libellen. Oh, da wünscht man sich so ein Magie-RPG-Skill, wird immer so eine Explosion um dich rum, ja. So einem großen Radius alles weg. Feuersturm! Kann. Genau. So, was, super. Was zum Fick geht hier eigentlich vor? Danke, dass es hier mal jemand anspricht. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. So, erstmal hier. Also mir ist hier ehrlich gesagt wirklich zu viel Action los dass wir gerade angefangen haben. Erste Mal wieder spielen nach 4 Minuten 15, Leute. Ja, ich bin mir nicht sicher, was das ist. Gestorben. Ich bin mir auch nicht sicher, was das soll. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich bin mir hier über nichts mehr sicher. Nee. So, wo ist denn jetzt eigentlich Bob? Was macht denn Bob? Und was macht Nick? Nick ist auch irgendwie irgendwo. Was machen die, wenn man sie mal braucht, ja? Die Jungs. Also hier ist jetzt ja erstmal ein bisschen Ruhe. Das heißt... Wir haben ja eben auch schon die Gender-Frage so ein bisschen debattiert hier. Ne? Ja, Männer, ne? Das ist richtig. Männer. Ja, wenn man sie mal braucht. Ja, witzigerweise kein einziger Mann dabei. Bob ist ein Hund und Nick ist ein Roboter. Echt ärgerlich. Ach, guck mal, die Musik wird leiser. Oder ist leiser geworden. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich glaube, ja, wenn die Kampfmusik weg ist, ist das untrübliche Zeichen dafür, dass wir nicht mehr in den Kampf verwickelt sind. Die Supermutanten aber schon da hinten. Ja, dann lassen sie sich doch immer gegenseitig. Naja, gut, jetzt...
kann ich sie auch abknallen. Gut, du hast recht, zack, Bob, zack. Bob und Nixon zwar, sag ich mal, irgendwie nicht männlich. Unbedingt Y-chromosomig. Ja, eher männlich aussehend, aber natürlich kein Mann im klassischen Sinne. Der lebt ja immer da noch. Ist er, kommt er aus dem Busch gehüpft. Ja, aber der hat ja noch volles Leben, das ist nicht derselbe. Oh. Ach so, nee, ich meinte auch Nick und nicht Ach so. den Bären. Aber ich habe an den Bären gedacht. Ja. Nick ist mir gerade relativ egal. Nee, ich war überrascht, dass er jetzt auch mal wieder auftaucht. Ja. Aua. Lassen Sie mich weg. Ah, oh, ich bin verkrüppelt. Oh, das ist nicht gut. Ich nehme mal noch ein paar Stimpaks. Gut, dass wir so viel dabei haben. Wie ist auch mal die Spritze im Bauch rammt, Alter. Ja, Diabetiker. Sie ist halt, genau, sie ist das gewohnt von ihrer Krankheit. Oh, scheiße. Du traust dich nicht. Der traut sich nicht hier hin. Merkst du das? Warum auch? Ist ja auch eine blöde Idee, hier rumzustehen. Hier fällt man nur von der Klippe. Ja. Ey, ich hatte gehofft, dass wir in dieser Folge so viel näher kommen unserem Sohn, aber nein. Nix. Gar nichts. Bärenüberfälle und Supermutanten. War das. Du hast die Stelle mit dem anderen Charakter doch schon gespielt, ne? Die war ja. War das da auch so schlimm? Nee. Ich bin denen allen. Das ist hier reiner Zufall. Ich bin denen nicht begegnet. Okay. Das ist so dieses Typische, was man halt so zufällig am Wegesrand erlebt. Was willst du? Der will unser. Artikulier dich mal! Ordentlich! Mann! Wie mir das auf den Sack geht, wenn Leute mich so angrunzen. Der Zorn eines Flugscheißers. Ja, also ja, irgendwo ist auch mal Schluss. Ja, ne? Wir lassen uns ja beschießen, benutzen, alles, aber wenn mich jemand nicht ordentlich, wenn mich jemand versucht, mich zu beleidigen und sich dabei nicht mehr ordentlich artikulieren kann, ja? Fuck it. Gestorben. Okay, Leute, wir fangen jetzt nochmal an, kurz als wäre nichts tief gewesen. Durchatmen und Schultern massieren. Oh, danke, das hilft. Das hilft. Okay. So. Okay. Let's do this. Woo. Also, was hast du da gefunden, Bob? Bandagen? Das gucke ich mir doch mal an. Was ist denn? Oh, unser Sound ist rausgerutscht. Nein. Und ich bin auf eine Taste gekommen. Nein, Dennis. Hier geht ja schon wieder alles schief. Wir müssen uns erstmal so ein bisschen wieder einfriemeln hier, ne? Ja, hier okay, geht's. Leute, seht es einfach so als öffentliche Generalprobe. Ja. Der nächste Part wird dann richtig. Der wird super. Ich bin mir sicher. Okay, so jetzt hier. Oh, gut, wenn das die Generalprobe ist, dann kann ich ja meinen Kuchen nehmen. Futter weiter Kuchen kommen, das ist okay, sinnvoll. Boy. Leute, holt euch einen Kaffee, nehmt euch einen Kuchen, setzt euch zu mir. Und noch einen Kaffee rüber. Dennis muss arbeiten. Wir essen Kuchen. Wenn das Arbeit ist, dann mache ich das gerne. So, ja, ich bin auch echt, wie ich vorhin schon angefangen habe zu erzählen, sehr gespannt, weil ich bei meinem Teil ja, bei meinem Privatspielstand auch noch nicht viel weiter mit der Story bin. Also ein bisschen schon, noch zwei Missionen oder so, aber ich weiß halt immer noch nicht, wo Sean ist und was da genau los ist und ich bin sehr gespannt. Also darauf freue ich mich, weil das werden wir hier relativ schnell hoffentlich rausfinden, weil wir hier uns ein bisschen auf die Kampagne konzentrieren, auf die Story-Kampagne. Nicht so viel Nebenkrams machen und deswegen... Freue ich mich. Obwohl ja manchmal Nebenkram ist ganz gut, das ist ein bisschen ja, so Level. Wie gesagt, den so, besten Nebenkram, den machen wir hier auch. Selected sozusagen. Genau, Selected Nebenkram. Hand ausgewählt. Assorted Nebenkram. Assorted. Nur das Beste, weil es gibt ja auch extrem viel langweiligen Nebenkram wie in jedem Rollenspiel. Extra für euch, Leute. Ja. Seht ihr nur das Beste vom Besten. So, jetzt versuchen wir mal nicht dem Bären zu begegnen. Oh mein Gott. Da liegt eine tote Kuh. Bob. Das ist, oh Bob. Oh nein, ach komm. Was habe ich dir denn getan? Da ist ein Mensch. Wer bist du denn? Hey Alter, willst du uns helfen? Bitte bei den Hosen. Nee, da ist ein Anzug an. Schatz, wer hat die Hosen hier so in der Taille? Guck mal, jetzt hilft er uns. Ist das nicht nett? Ich geh mal zu dem Haus da. Der Bär kann keine Treppen steigen. Glaube ich. Hoffe ich. So. Billy. This is a place I like. Dann kann ich nämlich ganz fies aus der Ferne, ganz feige, wie man das ihn so abknallen. Macht. Genau. Als wie man das so macht als Großwildjäger, der eigentlich gar keine Chance hat gegen. Mit einem Maschinengewehr. Gegen einen Bären. Mutantenbären. Mutantenbären. Wenn ich bitten darf. Was ist das? Oh, da geht's irgendwo runter. Okay. Was ist das hier? Und da ist Nick. Da ist Nick. Sich zu uns geportet. Wieso? Wieso liegt sie hier? Weil jemand da hingelegt hat. Bloodpack? Ja, aber warum? Vielleicht ist sie da auch gestorben an irgendeiner Krankheit oder so. Ein athletisches Outfit. Oh, hier sind aber schöne Waffen. Oh, ein Messer noch. Was ist in der Kiste? Medizin. Und Drogen. Und hier ist nochmal Geld.
Verlorenen. Das ist eine interessante Situation, die sich mir noch nicht so ganz erschließt. Also entweder das war hier irgend so eine Sexkacke, was sie hier mit dem Hammer und der Frau und keine Ahnung. Ja. Nun, dann gehen wir wieder. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Ja, ja. Glaubst du mir nicht? Nee. Okay. So, Bob. Bob. Führe uns zum Schotter. Beziehungsweise zum Schorn. Ja. Das ist so ähnlich. Aha, hier geht's also runter. War da nicht so eine Sache von wegen Speichern? Das machen wir mal. Machen wir mal, bevor wir den Bären entkommen sind. Das sollten wir Clues to Kellogg. Stimmt, der hieß ja wie die Frühstückscornflakes. Genau. Ich erinnere mich. Oh, die nehme ich mal ab. Dann funktioniert nämlich die Falle nicht. Oh, guck mal, was da ist. Da ist eine Mine. Ja, da drüber schwebt ein Toter. Clue inspect. A decoy, huh? Clever. Oh! Clever. Ich dachte, ich kann sie entschärfen. Okay, ja, das nichts, war wirklich nichts nur... ist beschädigt. Von der Mine nur wir. Nur wir. Nur wir. Das ist halt also nichts Wichtiges in diesem Fall. So. Unser schönes Gesicht. Naja, geht so. Ich finde sie hübsch. Ja, ist sie auch. Wie aus dem Gesicht geschnitten, also mir. Ja, vor allem die Frisur. Genau, darauf wollte ich hinaus. So, wo ist denn jetzt, wo ist Bob denn jetzt hin? Hat doch eben rumgekläfft eben. Nee, das ist die falsche Richtung, glaube ich. Vielleicht dort entlang. Ich weiß nicht, ob mein... Ach, da hinten, guck. Da ist er. So. Da ist sein grünes... Sein kleiner grüner Kasten. Genau. Das Einzige, was man von ihm sieht. Oh. Sein kleiner grüner Kaktus. Kasten. Hängt oben auf dem Kopf. Hollari, hollari, hollari. Genau der. Das sieht auch ganz hübsch aus hier mit der Brücke und so. Das Licht ist auch gerade ganz geil. Ja, ne? Also dafür, dass das Spiel jetzt keine Schönheitspreise gewinnt über beide Strecken, ist es jetzt gerade ganz stimmungsvoll. Ach, es ist doch, also... Ja, es ist ein guter Durchschnitt. Es ist jetzt nicht so, dass du völlig geflasht bist, aber... Es ist nicht so Witcher 3. Okay, das habe ich nicht gespielt, das ist kein Beleidigung. Aber du hast es doch schon mal gesehen, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich habe... Ah! Ja, ich habe YouTube-Videos davon gesehen. Aber nur in 240p Auflösung. Ja, war halt auf YouTube die Qualität auch nicht so prickelnd. Ja, okay. Also das ist, weil das ist wirklich, ich habe es auch noch nicht gespielt, aber das ist halt wirklich hübsch. Ich sag mal so, als Spiel hat es mich jetzt nicht unbedingt überzeugt. Ich habe es mir übrigens im Steam-Sale gekauft. Du hast dir Witcher 3 gekauft? Ja. Ich habe es mir nicht gekauft. Ich dachte, ach scheiße, das war relativ günstig und dachte mir, ach scheiße, warum nicht? Du hast einfach das gemacht, was wir alle während Steam-Sales machen. Genau. Und dein Geldbeutelkopf hat ausgesetzt und hat einfach zugeschlagen. Ja, bring ihn um. Fass ihn auf. Oh, das sieht ganz schön eklig aus, was der da macht. Ja. Guck mal, eine Goldwatch dabei. Eine goldene Uhr, nehmen wir. Tick. Nehmen. Ja. Ich habe mir beim Steam Sale übrigens auch Age of Empires 2 HD gekauft. Ah, sehr gut. Das ist pure Nostalgie-Erlebnis. Das ist wundervoll. So geil. Das ist wundervoll. Da gibt es jetzt auch nach über 10 Jahren neues Add-on, ne? African Kingdoms. Das ist auch mit dabei. Das war mit dabei, okay. Also The Conquerors ist mit dabei, African Kingdoms ist mit dabei. Da habe ich auch überlegt, ob ich das mal mir angucke, dieses Add-on, weil da hatte ich auch mal wieder Lust drauf. Irgendwie. Ja, also Age of Empires das war ja so mein allererstes Computerspiel, was ich selber gespielt habe. Ja, das ist schon super. Wenn man dann wieder zurückkehrt zu den Sachen. Bei mir ist ja Siedler 2. Ja. Und da dann wieder hin zurückkehrt in diese Zeit von damals. Das war echt, ich spiele ja auch hier Heroes 3 immer noch, also auf meine Magic 3 auch immer noch ganz gern. Das ist ja auch ein super Spiel einfach. Das ja, ist klar. Ja zeitlos irgendwie. Ich bin da so ein kleiner Nostalgiker irgendwie. Och, du bist Nostalgiker, darauf wäre ich ja nie gekommen. So viele alte Spiele, wie du immer spielst. Tja. So, gucken wir mal kurz. Ja, die sind aber einfach billiger als die neuen, ne? Ja, das ist tatsächlich wahr. Wobei das bei Steam jetzt auch nicht unbedingt stimmt. Also, ja, das stimmt. Das sind teilweise ja nach einem halben Jahr die Spiele schon. Ja, na klar. Ultra billig. Okay, ist das hier ein Trigger und eine Bombe? Die nehmen wir direkt mit. Ich gucke mich hier gerade nochmal kurz um, wenn man schon mal hier ist. Ignoriere die Explosion draußen einfach. Ja, komm. Who cares? Ist irgendein Auto in die Luft geflogen. Wir sind in einer Welt, wo alles mit Atomen betrieben wird. Ständig also, irgendwas in die Luft fliegt. Da explodiert halt auch mal was. Ich müsste hier eigentlich auch viel mehr Strahlung geben, oder? Ja, ach, weißt du. Also nicht, dass ich jetzt klugscheißen will. Du hast recht. Ich will mal nicht klugscheißen, aber ich überlege nur so. Alter. Bin ja auch kein Bug. Geht hier irgendwas ab? Irgendwas? Ja, das sind die ganzen Autos. Na, wenn eins in die Luft fliegt und daneben stehen noch zwei andere, dann werden die natürlich auch gleich noch mitgenommen. Wir brauchen mal wieder mehr Munition. Ich merke gerade, dass das irgendwie mit den Gewehren, die sind ja hier alle mal halb leer. Das hat noch 70 Schuss. Das ist auch ja, gib mir mal. Ja. Das ist schön. Let's playen und dabei kriegt man nochmal noch Schokokuchen in den Mund gesteckt. Ja. Ich finde das toll. Das ist ein Service, war? Ja, das ist ein super Service. Deswegen spielen wir die Spiele auch übrigens immer zu zweit. Genau, damit sehr oft einer da ist, der füttern kann. Genau. Ab und zu reicht auch mal ein Wasserglas mit einem Strohhalm so rüber, dass
Hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir, dass es lustiger so ist. Nee, Quatsch. Nee, es geht hier, das ist alles Arbeit. Wieso ist hier ein kaputter Roboter? Wieso leuchtet der so komisch? What have we here? System corrupt. Da muss ich dich leider enttäuschen, Alter. Das liegt nicht daran, dass dein System irgendwie komisch ist. Kann man mit dem reden? Da war eben was. Guck mal, da ist ja... Da. What happened? Was ist denn hier passiert? Wer hat euch umgebracht? He ist ja jetzt keine Antwort. Der Kellogg natürlich. Hm. Wahrscheinlich schon. Ein Alert Bark. Immerhin he. Hm. Das begrenzt schon, schränkt die Verdächtigen schon mal 50% ein. Etwa. Ungefähr. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass in dieser harten, rauen Welt nach dem Atomkrieg mehr Frauen leben, weil die sind ja das starke Geschlecht. Also wir sind auf jeden Fall Schmerzen gewöhnt. Ja, ist richtig. Es ist bestimmt ungefähr der gleiche Schmerz, seine Tage zu haben oder ein Baby zu gebären, wie wenn einem der Arm abgefressen wird von einem Bären. Also da ich bisher weder ein Baby bekommen habe, noch... Noch deine Tage hattest. Noch das Jahr, aber... Wie alt bist du noch mal 11? Ich bin 12. Ich bin ja ganz groß. Okay. Ich würde eigentlich sagen, da ich bisher weder ein Kind bekommen habe, noch mit der Arm von den Bären abgefressen wurde. Solltest du mal machen, das ist echt total super. Gibt doch ganz preiswerte Prothesen heutzutage. Du, zahlen die... Trägst du Prothesen oder hast du drei Arme früher? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dann.